statt Platz 14 erfahren. Carlos Sainz, der ist in Q3 gekommen im nassen Qualifying. Das war auch drin für uns. Also seine Zeit hätten wir in etwa genauso fahren können. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Teile tauschen, also komplett neue, aber dann eben auch mit denen fahren, weil das würde ich dann schon. Also volles Rohr. Oder eben doch 6 Plätze weiter nach vorne. Weiter vorne starten und eben mit den, ich sag mal im Schnitt, 13% angefallenen Teilen fahren. Wir schauen gleich mal kurz drüber, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Malaysia. Ach, der Grosjean. Neuer Rivale. Schnellste Runde, ja, aber er wird besser starten als wir. Aber unsere Zeit haben wir in Q1 gesetzt. Plus, minus 2. Aktueller Favorit ist Red Bull auf dem Angebot, dann Sauber und dann Williams. Was ist denn das Ziel? Die 14 vielleicht? Ich glaube nicht. Ich glaube besser. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Ernsthaft nur die 14? Was sagt denn der Laptop so? Zum ersten Mal an diesem Rennwochenende werde ich euch hier den Verlauf zeigen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Haas ist wieder davongezogen. Tja, und jetzt die Frage. Die 8 da drin. Nur 11%. Nur 9. Bringt eigentlich nicht so viel, oder? 6 Plätze, also in echt würde das Toro Rosso niemals machen, nur für frische Teile von ganz hinten starten. Die sind noch komplett frisch. Die sind so wie gerade eben. Dann nochmal frisch und dann schon stärker angefahren. Noch einmal ganz frisch und noch zweimal leicht frisch und einmal so wie jetzt. Tja, ist die Frage, werde ich nochmal von Anführungszeichen so weit hinten starten, Platz 14? Womöglich ja. Ich muss nur überlegen, ich habe mir gerade in der Pause schon mächtig Gedanken gemacht, aber eben noch ohne Prozentzahlen. Komplett neu nehmen, dafür dann eben volles Rohr fahren, also... Na gut, wann fahre ich nicht volles Rohr? Ich würde jetzt im Rennen nicht Halbgas geben. Ich gehe zum Rennen. Ich nehme die 14 mit. Vielleicht sogar noch besser, wenn die anderen Strafen bekommen. Wobei, wenn die anderen Strafen bekommen, haben die ja frische Teile bessere Leistung, wenn das überhaupt berücksichtigt wird. Vielleicht muss Carlos Sainz ja auch von hinten starten. Bin doch noch nicht fertig. Ich nehme neue Teile. Ich nehme neue Teile, aber vor allem eben auch neues Getriebe. Jo. Gucken, ob auch die 11 geht. Werden wir dann nächstes Rennwochenende erfahren. Das 11. Teil. Warum eigentlich nicht, ne? Mal gucken, wer noch hinter uns startet. Wenn überhaupt. Genau. Alles frisch. Alles frisch. Bin ich mal gespannt, ob ich damit zufrieden sein werde. Gut, dann jetzt aber auf zum Rennen. Und alle haben sie die frischen Reifen, weil es eben geregnet hat im Qualifying. Kuala Lumpur ist immer wieder spannend. Hier wird alles von Kompromisslosigkeit bis hin zur Erbarmungslosigkeit geboten und gefordert. Das erste Rennen 1999 war der letzte der 4 Grand Prix-Siege für Eddie Irvine aus Nordirland. Ich frage mich, wer sich heute in die Geschichtsbücher eintragen darf. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zonen, die Kurven 1 und 15.
Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an. Und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Daniel Ricciardo und Massa. Hülkenberg, Grosjean, Alonso und Esteban Ocon. Perez, Magnussen, Jolyon Palmer und Stroll, Van Dorn, Wehrlein, Marcus Ericsson und Max Verstappen. Sainz Junior und ein Toro Rosso vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Elendiger Nachmacher, der eigene Teamkollege. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Der eine hätte aus den Top 10 starten können. Wer weiß, ob er jetzt tauschen musste oder einfach tauschen wollte. Letzteres wäre schon blöd gewesen. Und für mich noch ausschlaggebend war einfach die Tatsache, dass ich in der ersten Runde doch eher mehr Plätze gewinne als verliere. Na gut, ich hätte auch die gleiche Anzahl von Plätzen dann von Platz 14 aus gewinnen können, dann wäre ich schon in den Punkten. Aber jetzt steht's fest, wir starten vom 20. Startplatz und machen jetzt das Beste draus. Gegen Ende leichter Regen. Okay. Ein Stop werde ich anpeilen. Mit den Weißen dann durchfahren. Ja. Ist auch bedeutend schneller. Und unsere Rundenzeit wird am Ende etwas besser sein. Da gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Ich packe jetzt hier noch die 29 Kilogramm drauf. 29 Tankrunden, Entschuldigung. Mache ich direkt 29? Machen wir es so. Gut. Also, bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Wir starten immerhin direkt nebeneinander, die Teamkollegen. Ein Punkt wäre schon schön. Mal gucken, wie das Wetter am Ende entscheidend sein wird. Das wird sich alles zeigen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Roter Reifen auch bei Sainz, der will aber auch einen Stop anpeilen, oder? Er fährt dann nochmal auf Rot, oder er fährt dann auf Gelb und am Ende nochmal auf Rot. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ich sehe mir das Getriebe an. Gegen wen fahren wir heute? Gegen Van Dorn und gegen den neuen Rivalen Grosjean, der Staub. Gegen wen fahren wir heute? Wiederhol das bitte, der Funk stört. Gegen wen fahre ich? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Van Dorn und Grosjean. Wenn er heute mit Verstappen gekommen wäre. Der Jeff. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Rennstrategie. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. In Runde 11 kommen wir rein. Mit frischen Routen beim Start. Ja, da habe ich mein Duell gegen Carlos Sainz. Nochmal gucken, wie die erste Runde so werden wird. Ob ich da ansetzen kann, in dem Fall in der Rechtskurve, also auch rechts, oder ob es vielleicht Carlos Sainz macht, weil die KI schießt ja auch ganz gerne mal nach vorne. Temperatur öffnen.
Vorderreifen würde ich ganz gerne höher temperiert haben, aber dafür ist so eine Gerade vor der Boxenlinie ungünstig. Oder ich hätte noch mehr schlängeln sollen. Mich ganz gut weg, aber dafür richtig gut Color Science. Der setzt an. Jo, boah, hab ich auch. Unfreiwillig. Color Science ist ja richtig nach vorne gekommen. Keiner auf den weißen Reifen beim Start. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Na, die 17 inne. Oh, was fliegt denn da? Das muss doch ein Frontflügel sein, oder so ein Schild. Erstmal wieder auf die trockenen Bedingungen hier einschießen. Das geht nämlich gerade ganz schön gut vom Reifen. Color Science auf der 13. Toro Rosso ist richtig gut vorangekommen in der ersten halben Runde. Will keiner nachgeben. Wow. Das hätte die Nase kosten können. Wir haben uns zu hart berührt für die Rennleitung. Ich will den jetzt schon bekommen. Ich will den einfach hinter mir wissen, Sam Williams. Gut, er hat sich einsortiert. Der Windschatten wird reichen, um vor ihm zu bleiben. Nicht gedacht, dass da noch so viel Lücke bleiben wird. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, da so reinzustechen. Carlos Sainz mal kurz erschreckt. Aber der war am Ende der Geraden schon ganz schön langsam. Fährt er mit einem alten Motor? So, das hier ist eher Spielerkurve als KI-Kurve, wenn man nicht versaut. Oh, der Mond geht schon auf. Sonnen hinter Wolken heißen übrigens Mond. Also stand jetzt gar nicht viel falsch gemacht mit den neuen Teilen, auch wenn ich die ganzen Plätze ein ganzes Stück weiter vorne hätte einfahren können. Wir sind in Malaysia nicht im Trocknen gefahren, noch kein Rennen. Gucken, wie sich Carlos Sainz so schlagen wird. Gucken, ob wir überhaupt auf der gleichen Strategie unterwegs sind. Wieder rankomme. Dabei bin ich ihm doch weiter weg als er, sein Vordermann. Ein paar Infos zu Ocon. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Oh, der ist da vor Magnussen, der Ocon. Und Magnussen wird schon angreifen, so nah wie er jetzt ist. Da müssen wir gefasst sein. Stroll kann im ganzen Tempo nicht ganz mitgehen. Sainz wird massiv aufgehalten. Das ist meine Chance, ihn anzusetzen. Und zwar beide zu bekommen. Cool. Ocon hinter uns vor Carlos Sainz.
müssen auf der 11 vor uns. Gucken, ob ich da mitgehen kann. Wir fahren beide die roten Reifen. Ich glaube, ich habe die etwas angefahren daran. So, Con immer noch hinter uns. Magnus hat keinen DRS, der ist zu weit weg vom Vordermann. Carlos Sainz jetzt hinter uns und der Mond scheint uns ins Gesicht. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 2,1 Sekunden. Gucken, ob Carlos Sainz wieder ranfahren kann. Hat sich einen ganz schönen Rückstand mit Ocon eingehandelt, weil der eben arschlangsam war. Kann an der gleichen Stelle wieder ansetzen, wenn ich es gut mache. Ne, zu weit weg, oder? Ne, überhaupt nicht. Er hängt noch dran. Ich konnte jetzt gar nicht nach rechts einlenken, weil er noch hinten dran hing. Okay, im eigenen Interesse, das kann nämlich auch ganz doll in die Hose gehen. Gehe ich das Duell entweder klarer an oder ich halte mich da noch etwas mehr zurück. So, Alonso vor uns. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, wenn Magnussen schon zu holen war. Dafür ist Carlos Sainz wieder ganz rangekommen. Fahrer vor mir. Alonso liegt vor dir. Der Abstand zum die Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Aha. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,3. Ein Rotbereifter mit zwei Stopps vor Augen. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,1. Interessant. Endlich mal freie Fahrt hier. Den spaßigsten Kurven ein vor ein zu haben, nicht schön. Die Kurve vor der Gegengerade wird auch nochmal spaßig, die ist nämlich auch richtig cool. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,0 Sekunden. Hab das Gefühl, Carlos Sainz könnte schneller fahren, auf jeden Fall hält Magnussen gerade etwas auf. Aber ist leider auch der Fahrer ohne DS, insofern ist er auch etwas gehandicapt. Also ich schätze mal, ich bin im Rennen besser drin als Sainz, weil wir in Boxenstopp weniger machen. Das ist auf 50% Rennen ausschlaggebender. Im Normalfall. Fahrer vor mir, Sainz ist dran. Alonso vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,6 Sekunden. Wir holen pro Runde etwa 9 Zehntel auf. Weiter so. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,6. Ja, wir werden bis Runde 10 auf jeden Fall fahren können. Magnus noch hinter uns. Für den. Noch zwei den. Herr Magnussen hält da auf.
Hinter Carlos Sainz haben sich auch wieder ein paar eingereiht. Alonso wird gejagt. Und Carlos Sainz, mal gucken, auf den, ob er auf den beiden Geraden vorbeikommen kann. Eigentlich müsste das packen. Hätte immerhin der S- und Windschatten und ist ganz nah dran. Magnus hat sogar den schlechteren Motor. Von Haus aus. Ein Massa in der Box, der verdammt gut weit vorne startet. In diesem Rennen. Der ist ja von der 6 aus ins Rennen gegangen. Magnussen immer noch hinter uns. Okay, also Carlos Sainz Pech war auch kommen. Besser als letzte Runde. Und jetzt wird außen diesmal. Carlos Sainz ist wieder ganz nah dran. Aber so weit hinter uns ist Magnus noch nicht. Obwohl er sich verteidigen muss und eben grundlegend etwas langsamer ist. Schlecht, schlecht, schlecht. Ah, Sainz wieder genauso nah dran wie letzte Runde. Also die Konkurrenz wird eher reinkommen als wir. Mit einem Boxenstopp mehr. Sainz immer noch hinter Magnussen. Magnussen ist nicht weit hinter uns. So ganz zufrieden bin ich mit meinen Runden bisher nicht, also können eine ganze Ecke schneller fahren. Da sind noch zu viele Kleinigkeiten pro Runde drin. Die Brechstange werde ich jetzt hier nicht auspacken. Da kann ich so einen Honda-Motor auch auf der Geraden packen. Zumal ich gerade eh Kacke fahre. Sicherheitsabstand nennt man das. Vielleicht kommt Alonso jetzt auch gleich rein. Also DS bekommen wir so auf jeden Fall. Gucken, ob er jetzt reinfährt. Carlos Sainz immer noch hinter Magnussen. Oh, ist der langsam. Ja, wir weiter reinfahren. Arschstur. Hat mir Zeit gekostet. So, Magnussen und Sainz fahren noch weiter. Du wirst mit Mediums weiterfahren. So, wir fahren noch etwas weniger als 3 Runden bis zum Stop. Kann ich die Reifen nochmal ausquetschen? Die halten nämlich locker. Schön blauer Himmel da hinten. Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Schön durchgekommen, richtig schön. Und etwas weit außen.
Vettel direkt hinter uns, das Dorf. Womöglich löst er das Problem einfach selbst. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Indem er einfach vorbeifährt. Einfach so. Na, für die Gerade reicht's noch nicht. Fahrer hinter mir, der muss nochmal rein, ne? Vettel hinter dir. Rote Reifen. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die Distanz zum Führenden beträgt 10,7 Sekunden. Uiuiui. Dann darf Vettel dem Kimi folgen. Uiuiui. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Macht einen Undercut, vielleicht kommt er so vorbei. Verstappen hat sich jetzt auch durchgemogelt. Durchs Feld. Also vor Sainz rauszukommen wäre immens wichtig, weil er muss nochmal rein und muss dann auf der Strecke uns, wenn wir weiße Reifen haben, überholen. Ich glaube nicht, dass er in seinem Stint den Boxen da rausfährt. Geht eigentlich gar nicht, wenn ich mich nicht komplett daneben benehme. Wenn, dann muss er das über die gesamte Renndistanz und die restliche machen. Fahrer hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,1 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,7. Also Verstappen muss es auf den weißen durchziehen, weil er rote. Damit schafft er es nicht bis zu Ende. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Schön, wie die Sonne da rauskommt. Habe ich mich ein klein wenig vertan? Die Schaltwippe zu wenig durchgedrückt. Ist ja normal, aus dem Reifen rausholen. Na, alles raus sollen. Das war zu viel des Guten. Bin ich mal gespannt, wo Sainz gleich landet. Ich glaube vor uns. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,4 Sekunden. Also die Reifen hätten keine Runde länger gekonnt. Ziemlich gleichmäßig abgenutzt, also vielleicht sogar letzte Runde wäre es sogar etwas besser gewesen. Also letzte Runde reinzukommen. Boxenstopp. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Bin ja schon drin. Okay, erster und letzter Boxenstopp. Keiner mit uns in der Box. Hülkenberg, Massa vor uns. Eriksson. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Da hinten ist Sainz deutlich hinter uns. Fährt er auch die gelben? Wurde er einfach mit Eriksson aufgehalten?
Fahrer vor mir? Hülkenberg vor dir. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:39,6. Sainz rote Reifen hinter uns. Der zieht also nochmal die gelben auf. Also ideal, dass er jetzt die roten drauf hat. Wenn er denn rankommt, dann werden wir ihn hoffentlich gut genug aufhalten können. Gleich mal von Ericsson absetzen, aber Ericsson hat wohl auch komplett abgefahrene Reifen. Kann das sein? Wobei, der hat die gelben drauf. Na, könnte sein. Wir hatten die roten drauf. Er kommt uns auf jeden Fall näher. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,7 Sekunden. Ich weiß, ganz schön weit außen gewesen. Kostet auch in dieser Kombination Zeit. Fahrer hinter mir, der kommt näher. Carlos hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Dieses Tempo ist zu langsam. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,5. Tja, er kann schneller fahren, aber mal gucken, ob er überhaupt vorbeifahren kann. Viel entscheidender. Ich glaube eher weniger, weil ich habe Reserven und die werde ich einsetzen. Wenn es sein muss. Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Ja, hallo Sainz. Wie er sich so als Hinterherfahrender macht. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Na, zwei rot bereift um uns herum. Gucken, wie viel Hülkenberg rausfahren kann, wenn wir uns jetzt vielleicht noch verteidigen müssen. Fahrer vor mir. Das 1,4 Sekunden zurück. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:40,0. Hinter Sainz ist niemand, der ihm Druck macht. Schon wieder. Ein paar Informationen zu Grosjean. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Carlos Sainz muss noch einen ganzen Boxenstopp rausfahren. Umso wichtiger, ihn jetzt hinter uns zu behalten. Zu weit weg sein. Da kommt jemand raus, das Verstappen auf den Weißen. Ein paar Informationen zu Verstappen. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto. Aha, dann müssen wir schnell vorbei. Ah, Sainz war nah dran. Mist. Da wollte ich nicht zumachen, weil es hätte uns drehen können.
Fährt Verstappen jetzt so wie Hamilton der erste Saison in Silverstone mit seinem Problem? Vor uns her? Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Bis dahin haben die ihren zweiten Stop alle gemacht. Gucken, ob er wie ein Monster durchfahren kann. Ja, kann ich wegfahren, das erwarte ich deutlich von dem Red Bull. Schon wieder nicht, was mache ich denn gerade hier zum dritten Mal in Folge? Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Sainz ist so weit weg. Wir haben sogar einen Windschattengeber. Gucken, ob er vor uns bleiben kann, Verstappen. Ob er okay, dafür schnell genug Abstand ist. Zum Führenden 49,6 Sekunden. Auf jeden Fall nicht innen wieder zu viel Platz lassen. Hier auch nicht, hier wurde ich auch schon mal gedreht. Schwierige erste Kurvenkombination. Aber zwei denn. Also bisher hält Verstappen überhaupt nicht auf. Da brauche ich mal Zeit, dass ich wieder schnell fahre. So richtig schnell, damit ich auch wirklich wieder rankomme. So, vierter Anlauf hier hinten jetzt. Geht doch. Könnten wir ihn vielleicht auf der Gegengeraden bekommen? Ich peis mal an. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ah, bremst er da nochmal? Okay, da wollte ich jetzt auch zu viel. Mann, wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Er hat ganz schön gut dagegen gehalten. War zu optimistisch meinerseits. Leicht gelbe Nase. Der arme Frontflügel in den letzten Rennen. Da muss der ganz schön was mitmachen. Den fehlenden Abtrieb merke ich hier schon. War nicht gut. War taktisch total unklug. Unklug klingt noch so beschönigt. Das war doof. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Gingen die Runden zuvor in der Kurve immer zu viel gut? Uiuiui, jetzt war der Ausgang nicht so toll. Oh, hier merke ich die Nase. Gut, Verstappen ist weg. Sainz noch hinter uns. Mal gucken, was an dem letzten Stint noch rausfährt. Hinter Sainz kommen auch die nächsten an. Wir halten also gerade auf. Sainz fährt rein, hat keinen Bock mehr. Er hofft auf dem Undercut. Nee, ihm folgt jemand. Aber immerhin macht ihm keiner einen Undercut. Da war Grosjean drin, der hat ja auch Probleme. Die haben sie auch wieder schön blöd selbst verursacht. Also da muss ich in den nächsten Rennen auf jeden Fall ansetzen. Mehr auf meine Nase achten.
Heute war ich einfach zu optimistisch in den Zweikämpfen bisher. Magnus noch rotbereift hinter uns. Großartig Reserven habe ich nicht an Sprit. Da verballere ich auf Standard ganz schön gut. Fahrer hinter mir. Magnus hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 0,9 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,0. So, die Kurve passt wieder. Aber hier ist kein Vollgas mehr drin. Wir fahren gleich noch 10 Runden. Magnussen ist abgebogen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 22,3 Sekunden. Ja, mal gucken, ob er das mit unserer Nase noch aufholen kann. Also aufholen auf jeden Fall. Bloß wie sehr. Sollte eigentlich für uns reichen. Dafür sind einfach zwei Stops hier zu doof. Zeitlich gesehen. Auf die eigene Rennzeit gesehen. Da war einfach Spielberg das beste Beispiel für. Und auch nochmal etwas Silverstone. Diese Saison. Oh, Kimi aus dem Rennen. Wird schwierig für ihn jetzt ein Weltmeisterschaftskampf. Da verliert er gut Boden. Fahrer hinter mir. Massa hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,9. Der Abstand gut, zum Auto vor dir beträgt 7,4 Sekunden. Möglich auch verabschieden. Zwei Runden nach Sainz dann. Ich schätze mal, Sainz kommt an Massa vorbei. Ja, die nächsten Runden mal etwas eher hochschalten. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Das geht für uns auf. Grosjean hinter uns, hat er noch Probleme? Weil der fährt ja durch. Der wird die nächsten Runden richtig nerven. Bis zum Rennende. Aber auf den Frontflügel habe ich mich mittlerweile ganz gut eingeschossen. Er macht mich langsam, aber ich komme damit jetzt zurecht. Herr Gorscher wird richtig ärgern wollen. Und das kann er auch. Ein großer Fettfang kann ich nicht, oder ich war eben zwischendurch mal auf Mager. Also geht Vollgas doch noch mit dem aktuellen Reifenzustand. Aber ich muss an der Stelle nicht so viel riskieren, weil nach vorne geht eh nicht mehr, heißt nur noch auf den Geraden vorne bleiben und da muss ich in Kurven einfach nicht so viel riskieren. Aktuell auf der 7, aber Grosjean wird richtig nerven wollen. Hier
Darf ich auf keinen Fall Platz machen? Hat mir Sainz schon gezeigt. Und hier darf ich ihn auch nicht an mein Hinterrad lassen. Nicht etwas wertvolles Benzin sparen. Motorleistung haben wir auf jeden Fall. Auto vor dir beträgt 13,5 Sekunden. Okay, der ist zu weit weg für die Gerade. Mit Fett wird es ja auch nicht schaffen. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 50,1 Sekunden. Sollte ich ganz gut haushalten können. Diesen siebten Platz. Aber schön, dass Carlos Sainz die ganze Zeit so gut mithalten konnte. Das war kacke. Ah, will er da angreifen? Nee, will er nicht. Wie schnell unsere Reifen gegen Ende des Dings sein werden. Also seine werden dann schon gut abgefahren sein. Und wieder ist er zu weit weg. Und Sainz ist gerade hinten beim DRS-Messpunkt. Hier beim Geschwindigkeitsmesspunkt. Oh, da ist wohl Hülkenberg hinten dran. Ja, aber rundet werden sollten wir nicht. Doch, können wir. Jeff hat bloß Bedenken, dass wir ein paar Runden so durchfahren. Status Teamkollege. Carlos ist momentan auf P10. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,7 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichen. Ganz schön aufgeholt, oder? Letzte Rundenzeit lag mittlerweile fahre ich ja voll auf Platz 7 aus. In den Kurven kann er nicht vorbei, wenn ich da nichts verhaue. Auf den Geraden habe ich mein fettes Gemisch. Auf der einen Geraden stand jetzt. Aber hier macht er mir noch zu viele Faxen. Wenn ich da mal blöd rauskomme, dann setzt er da an. Also Abstand zum Teamkollegen sind gerade schnuckspiepegal. Hauptsache ich bleibe auf der 7. Ob Hülkenberg noch dazwischen schlägt oder ob Sainz am Ende des Rennens nochmal was machen kann. Viel zu weit weg. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,6 Sekunden.
Hülkenberg immer noch hinten dran. Unser Ex-Rivale und unser neuer Rivale direkt hinter uns. Und sogar Bestzeit im ersten Sektor. Das Fett macht dann wohl einiges her. Die Durchfahrt stimmt jeweils rein nicht zu Verkehr. Er wird langsamer. Anscheinend hat er schon wieder mit seinem Auto. Vielleicht schaltet er noch aus. So, hier darf ich auch überhaupt nichts riskieren, weil der ist so schon zu nah dran. Schaut mal, wie die Nase unter der Heckflügelplatte zu sehen ist. Ist jemand ausgeschieden? Wir sind noch Siebter. Achtung, Achtung! Ach, Paula. Da ist Verstappen, der hat einen Reifenschaden, wie es scheint. Oh, Gorja. Vorsicht, Vorsicht, da hat er seine Chance gewettet. Jetzt ist aber nah dran. Na, jetzt verliert er wieder. Dafür habe ich jetzt die Reserve, um auch mal auf Fett zu gehen, auf dieser Geraden. Vielleicht packt er jetzt auch Fett aus, wer weiß. Er ist schon mal näher dran als letzte Runde. Für Carlos Sainz wird es wohl nichts werden. Der hat noch einen zu großen Abstand, wie es scheint. Vielleicht kriegt er die letzte Runde noch hin. Man sieht es in Hülkenberg. Er schafft es ja auch nicht bei Grosjean, aber vielleicht zu dritt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Zwei Plätze weiter vorne als gedacht. Durch Kimi und Verstappen. Oh Gott, scheiße. Ja, das meine ich damit. Da darf ich einfach... Da muss ich verdammt aufpassen. Hallo, Paula. Na, jetzt freut sich Sainz gerade richtig. So wie ich da eindämme. Es wird dunkler. Und der erste Tropfen. Also Carlos Sainz kommt noch ran. Oh, Angriff dahin. Behalte die Bedingungen im Auge. Die Strecke wird zunehmend nasser. Wir bleiben aber besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kommt das Wetter noch hinzu. Wir fahren noch 3 Runden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 37,9 Sekunden. Je nachdem, wie doll es jetzt anfängt zu regnen. Uiuiui, mal schauen. Schon noch hinter uns. Sainz ist dran. Gerne darf er hinter uns ins Ziel, aber ich muss erstmal hier ankommen, wo ich gerade bin. Es wird nämlich gerade ganz schön heikel. Wird noch schwieriger als bisher. Gefühlt sind die nämlich gerade zu schnell. Bei diesem anfangenden Mischmasch. Ich bin jetzt auch etwas vorsichtiger beim Anbremsen. Wenn es mal zu nass ist und ich rausrutsche, dann ja, tschüss. Gleich noch 2 Runden. Was machen die da hinten? So weit fahren? Also der Grosjean, die fahren nicht rein, nee.
Ziellinie. Das Freund Sainz, wenn sie sich bekriegen, 5 Sekunden. Kann er vielleicht durchschnupfen. Oh, es geht schon leicht. Beim Anbremsen. Hüttenberg hinter uns. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und es wird beim Ausgang jetzt etwas schlüpfriger. Na, diese Runde kommen wir nicht rein. Ach, sind sie relativ weit weg. Sicherheitsabstand. Die werden wieder rankommen, glaube ich. Gehe ich fest von aus. 10 Minuten setzt starker Regen ein. Da sind wir fertig. Ja, das Anbremsen wird schwieriger. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 45,3 Sekunden. Ich fahre schon auf dem Mager. Ich bleibe hier auch auf dem Mager für den Ausgang gleich. Uiuiuiui. Die scheinen aber auch hier Probleme zu haben. Zum Glück sind die gerade nicht überschnell. Ui. Die Nase hilft mir gerade nicht. So, gleich die letzte Runde. Uiuiui, das wird nochmal ein kleiner Ritt. Also, Pneus zusammenkneifen. Okay, das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist jetzt deaktiviert. Das ist deine letzte Runde, auch Probleme zu haben. Letzte Runde des Rennens. Auf jeden Fall machen sie nicht so viel Druck, wie ich erwartet hätte. Weil sie auch noch zusammenfahren. Zusammen gegeneinander. Boah, ist das langsamer hier. Langsam hier, meine ich. Der hat's gut, der ist schon fertig. So früh angebremst und trotzdem quietschen die Dinger noch. So, Vorsicht walten lassen. Die haben auch gerade zu kämpfen, also insofern lasse ich mir die Zeit, die ich brauche, in diesen schwierigen Kurven. Eieiei. Nein, jetzt kommt er vorbei. Wir werden angeschoben. Scheiße. Aber die haben auch ihre Probleme, schaut mal. Und ich gleich noch. Eieiei. Der Ex-Konkurrent vorbei. Den anderen bald ich jetzt hinten. Ein Ritt auf rohen Eiern. Schaut doch, wie wir langschleichen. Allesamt aber. Ah, es ärgert mich. Sechster Platz verschenkt. Hülkenberg freut sich wie sonst was. Erst an Grandjean vorbei und dann noch an uns in der letzten Runde. Nein. Scheiße. Nein. Oh, nee. Aber das war ein ganz schönes Ding. Ach, zwei Plätze in der letzten Runde verloren, auch noch den Konkurrenten. Sainz nicht. Naja. Aber cool war es schon. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Hm.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich glaube, heute geht dieser Titel für mich an den Toro Rosso-Piloten. Man muss nicht mit dieser letzten Runde. Wo er begonnen hat und wo er jetzt steht. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 1 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. So langsam merke ich, kommt der Ärger über diese letzte Runde doch ein klein wenig hoch. Wir sind dritter Einstopper. Hamilton gewinnt vor Vettel. Ich wollte Bottas sagen. Hamilton vor Vettel, Bottas, Ricciardo, Perez, starker fünfter Platz. Aber auch Hülkenberg, sehr starker sechster. Grosjean, guter siebter. Für Grosjean kann man eigentlich gut sagen. Ja, denk schon. Wie ein ordentlicher achter Platz. Und Carlos Sainz auch. Ja, die Toro Rosso sind richtig nach vorne gekommen. Aus der letzten Startreihe bis in die Punkte rein. Aber ich habe 4 Punkte geholt und ganze 4 Punkte in der letzten Runde verschmissen. Im Trocknen, denke ich, hätte ich es geschafft, aber das hätte wieder. Massa nimmt noch einen Punkt mit. Magnussen der erste Nicht-Punkteholer. Ocon, ein Stop, aber zu weit hinten, Probleme. Alonso hat es bis auf die 13 geschafft. Da war ja noch im ersten Stint vor uns. Hat uns ja Zeit gekostet, kurz vor seinem Reinfahren. Stroll auf der 14, dann Ericsson, Van Dorn, Verstappen, Wehrlein ausgeschieden, Julian Palmer und Kimi Räikkönen. Durch was denn genau? Nur kurz die Reifenwahl. Rote Reifen bei Verstappen. Eigentlich sollte er durchfahren. Beide Male Mechanik. Ja, so. Mich ärgert es jetzt im Nachhinein sogar noch etwas mehr, was ich da mit meinem Frontflügel gemacht habe. Das war einfach zu optimistisch. Jetzt im Nachhinein, klar, Verstappen war deutlich hinter uns. Ich habe die Chance gesehen, aber die Chance, die Lücke war klitzeklein, das war zu viel. Wenn es nicht geklappt hätte, ja hey, nächste Runde eventuell vielleicht auch noch und dann ansonsten vielleicht gar nicht, aber naja, ich kann es in den nächsten Rennen besser machen. Die letzten Rennen, das war wieder so ein kleiner Wink. Pass auf deine Nase auf. Die ist nicht aus Stahl. Gut, und in der Rangliste haben wir gegen Carlos Sainz gewonnen. Gegen Grosjean leider verloren. Ricciardo am Teamkollegen vorbei. Und Kimi hat jetzt mehr als einen Siegerrückstand und Vettel hat fast 3 Siegerrückstand. Also für Vettel dürfte es gelaufen sein. Für Kimi wird es schon schwierig. Aber Hamilton kann ja auch einmal ausscheiden und dann ist wieder ziemlich viel offen. Carlos Sainz hat endlich mal wieder gepunktet. 13. Platz. 31 Punkte. Wir haben beide deutlich mehr als letzte Saison an Punkte eingefahren. Carlos Sainz super Saisonstart und bei uns halt die Podestplätze. Und Ungarn hat auch wieder seinen Teil dazu beigetragen, aber diesmal, ja, in der ersten Saison war es ja nicht verbuggt, das war halt einfach, Safety Car kam genau richtig. Und unten Van Dorn und Alonso haben sich da jetzt eingereiht. 4 Fahrer hinter den Sauber. Gucken, ob das so bleibt. Und bei den Konstrukteuren hat Toro Rosso Haas wieder etwas aufgedrückt, weil sie eben zusammen besser gepunktet haben. Oder genauso gut. Genauso gut. Der Meisterstarter aus Malaysia. Wir sehen bei Carlos Sainz, dass erstmal Verstappen schlechter wegkommt, allerdings auf gelben Reifen. Besser als Ericsson. Auf gelben Reifen komme ich nicht zwingend weg. Aber die Kurve 1 hat viel gut gemacht. Da wollte ich gar nicht so weit rein. Aber Carlos Sainz hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen und ist seine Linie einfach weitergefahren und konnte da richtig gut punkten. Ja, und dann mein Überraschungsangriff gegenüber Carlos Sainz. Das macht er irgendwie genau richtig. Also er lässt genügend Platz, damit ich vorbeisause und kann dann wunderbar wieder sich vorbeischieben, weil ich eben mit zu viel Geschwindigkeit ankomme, wirklich genauestens gut hinbekomme. Ja, und dann das Duell Sainz-Ocon, da dieser Zusammenstoß. Sieht schon ziemlich rowdyhaft aus meinerseits, aus der anderen Perspektive eben, aus der Sicht von Carlos Sainz.
sehen wir es gleich nochmal aus der Verfolgerperspektive ganz gut. Da geht's gleich für mich rüber, weil ich ja doch irgendwie die Ideallinie bekommen will. Aber auch Ocon fährt komischerweise in dem Fall nach rechts, obwohl die Ideallinie da gar nicht sagt, fahr dahin. Also da könnte man noch am ehesten sagen, hat Ocon ordentlich dagegen gehalten. Und bei Magnussen sieht das eher eindeutiger aus, dass da eher ich zu weit rüber bin. Auf jeden Fall kann man das deutlich eleganter machen, sollte ich auch, denn da hätten die Frontflügel auch drunter leiden können. Also mein Frontflügel, zum Beispiel so wie gegen Verstappen. Das war hier noch gar nicht schlimm. Das Blöde war, er ist hier nochmal vom Gas gegangen. Kreide ich ihm auf keinen Fall an. Aber mir hat es da vorne was gekostet, den Kamm. Also das war dann wohl einfach irgendwie die gerechte Strafe für mein heute hartes Einsteigen. Ausfall Kimi, nichts zu sehen. Ausfall Palmer, was zu sehen. Und dann gibt es noch einen halben Ausfall, den wir noch aufklären müssen, und zwar den von Max Verstappen. Reifenschaden hinten links. Und er ist soweit gut durchgekommen. Also er hatte keine Probleme mit seinem beschädigten Hinterrad, mit seinem luftlosen Hinterrad in die Box zu kommen. Ja, und dann sind wir auch schon mal am Ende des Rennens. Was für ein Endspurt von Hülkenberg. Wirklich nochmal Kompliment meinerseits. Habe ich so noch gar nicht geäußert, aber da verliere ich den Wagen. Dann nutzt das einfach. Da war er vorbei. Und dann auf Romain Grosjean geschaut. Da halte ich noch gut gegen, soweit es eben geht. Wir sehen da bei uns vorne fehlt nicht bloß der Kamm, sondern auch das Seitenblech. Also ordentlich eingeschränkt heute gewesen. Ja, aber mein Problem war, ich war immer noch zu schnell. Also ich war schon langsam, aber klar, im Nachhinein sagt man so einfach, fahr doch noch langsamer. Ja. Aber was soll ich jetzt machen im Nachhinein? Ich kann das Ganze bloß genauso sagen. Das ärgert mich jetzt immer noch. Also ich bin gerade durch die paar Minuten zwischen Aufnahme und eben hier Schnitt herunter weggekommen. Wenn ich das jetzt nochmal so sehe, 4 verschenkte Punkte. Hier nochmal ganz einfach 2 in der letzten Kurve. Das ärgert mich. Ob es Carlos Sainz auch nochmal ärgert, dass er so nah dran war, weiß ich nicht. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass das Rennen doch so einiges zu bieten hatte im Vergleich zum Beispiel Singapur-Rennen. Na, wobei, da war es immerhin Punkten. Sehr harter Kämpfer und das auch mit Frontflügelschaden. Irgendwie durchgewurschtelt, aber es war, glaube ich, der gute Ansatz. Also so nah, wie wir heute mit Carlos Sainz zu tun hatten. Gut, muss man noch bedenken, er ist heute 2 Stops gefahren, ich bloß 1 Stop. Hatte dann eben auch noch eine beschädigte Nase, deswegen ist überhaupt so ganz schnell rangekommen. Aber an sich, man könnte vielleicht hier im Trocknen die KI nochmal eine KI-Fahrerstufe höher stellen für nächstes Jahr. Eine KI-Fahrerstufe so 180 Tausendstel, fast 2 Zehntel. Das könnte schon genau richtig sein. Warten wir mal ab. Das werde ich wohl nächstes Jahr angehen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal in meiner Excel-Tabelle für Saison 3 vermerken. Also KI-Fahrerstufe heute plus 1. Und dann geht es die Frage auch noch in Suzuka zu klären. Bin ich mal gespannt, ob ich das auch so relativ gut hinbekomme, wie hier heute in Sepang. Punkte mitgenommen. Na, ich sollte mal schnellstens vergessen, dass ich da einen Bock geschossen habe gegen Ende und eben mit dem Frontflügel. Wobei, das will ich nicht vergessen. Ich will mich daran erinnern, damit ich das nächste Mal einfach anders mache. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.